da ist jetzt nichts. Da nämlich. Und damit haben wir jetzt echt ein Problem. Denn wenn man sich ein neues Auto kauft, dann denkt man zuerst an die Ledersitze und vielleicht auch noch ans Navigationssystem. Aber viele haben die Anhängerkupplung nicht im Kopf. Die braucht man auch oft in dem Moment nicht. Aber so wie ich, nach ein, zwei Jahren gibt es den Bedarf. Und jetzt könnte ich natürlich zu meinem Autohändler fahren und sagen, bitte baut mir die im Nachhinein ein. Und der sagt, kein Problem, das Auto hat absolut keine Vorbereitung, hinten auch kein Kapperl, macht mindestens 2000 Euro aus. Aber ich bin doch nicht blöd, denn ich gehe zum Forstinger. Also rein in die gute Stube oder besser gesagt in die Forstinger Werkstattbox. Denn dort wird mit kundiger Hand meine Anhängerkupplung montiert. In meinem Fall handelt es sich um das absolute Worst-Case-Szenario, wenn es um nachträglich eingebaute Anhängerkupplungen geht. Denn mein Auto hat weder werkseitig eine Anhängerkupplungsvorbereitung noch einen dafür vorverlegten Kabelstrang und auch keine vorprogrammierte Software. Beim Einbau werden die vom Fahrzeughersteller eigenen Kabelsätze verbaut. Der Rest ist ein Standard-Anhänger-Kupplungssatz. Ich habe mich für eine abnehmbare Variante entschieden. Klar, ein nachträglicher Einbau einer Anhängerkupplung ist immer ein großer Eingriff und technisch durchaus komplex. Das wird richtig deutlich, wenn man sieht, wie dafür das halbe Heck meines Autos zerlegt wird. Es handelt sich also definitiv um keinen Job für einen Hobbyschrauber. Warum ist denn das so wichtig, dass man das auf gar keinen Fall selbst macht? Ja, wir haben zwei schwerwiegende Themen. Wir greifen auf der einen Seite in die Mechanik vom Fahrzeug ein, weil wir müssen ja sicherstellen, dass die Anhängekupplung richtig am Fahrzeug befestigt ist, weil du dann später schwere Anhänger, einen Autoanhänger oder auch einen Heckfahrradträger da befestigst. Und wenn da was nicht in Ordnung ist und du Dinge verlierst, das könnte fatal enden. Das ist der Block 1. Beim Block 2 die Elektrik. Ja. Wir schließen ja die Lichtanlage von der Anhängerelektrik an die Fahrzeugelektrik an. Es muss ein Bremslicht, eine Warnblinkanlage, all das muss auch nachher funktionieren. Die Lichter müssen am Anhänger leuchten und damit ist das schon der nächste schwerwiegendere Eingriff, wo unbedingt Fachleute daran arbeiten müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein modernes Auto mit sensiblen Sensoren nur so gespickt ist. Damit diese mit Anhänger am Heck nicht durchdrehen, muss auch in die Fahrzeugsoftware eingegriffen werden. Natürlich wird dieser Job auch vom geschulten Forstinger-Team erledigt. Im Grunde übernimmt Forstinger alle Arbeiten, die auch der Fahrzeughersteller durchführt. Und genau das wirft bei mir eine wichtige Frage auf. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich war vorher beim BMW-Händler und habe gefragt natürlich um eine Anhängerkupplung, die man nachher einbaut und der Preis war vierstellig. Das ist für mich ein bisschen zu viel. Jetzt bin ich bei Forstinger, das Angebot ist wesentlich attraktiver, aber da frage ich mich natürlich schon, warum ist es so viel günstiger bei euch? Die Vertragswerkstätten bieten im Regelfall nur ungern Nachrüstlösungen an und wenn, dann immer die High-End-Varianten. Das heißt, es war in deinem Falle wahrscheinlich eine elektrisch einklappbare Anhängekupplung. Wenn man jetzt Zweit- oder Drittfahrzeugbesitzer ist, dann ist es oft sinnvoller, wirtschaftlich sinnvoller, eine günstigere Lösung zu nehmen. Das kann eine starre Anhängekupplung sein, wenn das Fahrzeug schon ein fortgeschrittenes Alter hat, aber auch eine mechanisch abnehmbare Anhängekupplung kann tolle Dienste leisten. Der Einbau der Anhängerkupplung inklusive der Programmierung der Fahrzeugsoftware ist abgeschlossen. Jetzt wird das System getestet und eine letzte Probefahrt durchgeführt. Knapp 3 Stunden hat es gedauert und sie ist fertig. Und zwar meine abnehmbare Anhängerkupplung von Forstinger. Ich demonstriere es mal ganz kurz. So, hier, ich habe sie in der Hand. Da gehört der Stöpsel rein. Aber ich stecke es wieder rein. Und das Beste ist, das Ganze ist auch bei den Behörden legal, fachmännisch eingebaut und obendrein habe ich mir noch jede Menge Geld gespart. Fehlt eigentlich nur noch der passende Anhänger. Doch das ist eine andere Geschichte. Inhalte direkt in die Abo-Box, ganz einfach. Unseren YouTube-Kanal kostenlos abonnieren.